Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Get Ready With Me For Party Style and Talk, wie auch immer. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, genau. Also ich habe hier so ein paar Produkte liegen und vor allem wird das Herzstück dieses Schminkis die, ich nenne sie mal Opal-Palette von BH Cosmetics sein, die ich auf meine Augen geben werde. Ich habe ein ziemlich aufregendes Outfit an, wenn man das mal so sagen darf. Also ich habe letztens meinen Kleiderschrank mal ausgemistet, wo leider das ganze Filmmaterial verschwunden ist. Also es ist kaputt gegangen. Da habe ich 5 blaue Säcke aus meinem Kleiderschrank ausgemistet. Und als ich dann heute reingeschaut habe, um mich für die Party anzuziehen, hatte ich nur dieses eine Kleid, aber das ist ein ziemlich schönes Kleid. Es ist sehr figurbetont. Ja, also deswegen, ich zeige das mal eben. Ne, das ist das Kleid. Es ist ziemlich kurz. Ich weiß nicht, sieht man das? Sehr kurz. Ich habe da auch so eine Strumpfhose drunter, die halt so ein bisschen abgesetzt ist. Aber ja, da wollte ich mir jetzt nicht so ein allzu krasses Make-up machen. Ich denke, dass ich das relativ cool halten werde. Ich bin aber, weiß ich noch nicht. Apropos cool, ich mache mir jetzt erstmal einen coolen Haarreifen drauf. Ne? Das ist dieser wundervolle mit den, mit den Melonen drauf. Genau, ich verlose auch was in diesem Video. Ich gucke mal eben. Und zwar habe ich hier von Revolution aus dem Adventskalender diese Palette. Das ist die Reloaded Fire Palette. Ja, ne? Die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Und ja. Schmuck habe ich noch nicht drauf, das kommt später noch. Ich glaube, meinen kompletten Style zeige ich euch auch bei Instagram einfach mal. Und ich habe hier als Base-Produkte tatsächlich oder als generelle Produkte die Produkte, die ich hier eigentlich aktuell ständig in Gebrauch habe. Das heißt, ich fange an mit dem Face Studio Prime von Maybelline. Das ist dieser Primer. Genau. Heute Morgen habe ich mein Gesicht natürlich gewaschen, gereinigt und so weiter und habe eine Lippenmaske und eine Augenmaske verwendet, einfach weil ich da irgendwie Bock drauf hatte und weil das halt so gepasst hatte. Und ja, es ist Samstag und ich bin etwas spät heute aufgestanden. Es war tatsächlich 1 Uhr mittags. Das ist etwas übel, ja. Und wir haben jetzt 16.34 Uhr gerade. Normalerweise treffen wir uns oder ist eingeladen zu 18 Uhr. Ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffe. Wir müssen einfach mal gucken. Aber ich habe irgendwie heute, ich bin nicht so wirklich in die Gänge gekommen. Und deswegen hat sich das alles dann doch etwas hingezogen. Und ja, habe dann noch ein Video geschnitten und bin irgendwie gefühlt die ganze Zeit im Bademantel und Schlafsachen rumgelaufen. Und habe mich jetzt gerade tatsächlich vor 10 Minuten in diesen Fummel geschmissen, um mich wieder halbwegs menschlich zu fühlen. Natürlich Zähne kaputt und so habe ich ja alles heute Morgen, ne? Genau, den Primer mag ich übrigens richtig gerne. Der hydralisiert und macht das Make-up auch tatsächlich länger haltbar. Das gefällt mir auch sehr gut. Dann verwende ich hier von Benefit die Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Die habe ich in der Farbe, ich glaube, 02. Ja. Jo. Wie wäre es mit einem Foundation Buffer, Claudia? Mhm. Ja, mache ich mir einfach mal hier auf so einen Pinsel. Das ist von dem Luvia Prime Vegan Set, die Nummer XIV. Das ist 14. Genau. Ups. So, mache ich mir einmal so ein Vieh drauf und verteile das erstmal so im Gesicht. Joa, also das Make-up sollte heute dann doch etwas besser halten. Ich weiß noch nicht, meine Haare, die werde ich wahrscheinlich gleich in einen Bommel nach hinten machen und dann im Laufe des Abends nach vorne holen und lang lassen und dann kann ich halt einfach mich freier bewegen. Jetzt gucke ich mal eben kurz, was mein Freund sich angezogen hat. Mein Freund hat sich auch schick gemacht. Genau, und die, das Make-up darf dann auch entsprechend haltbar sein, weil wenn ich Party mache, dann nehme ich auch keine Rücksicht auf Verluste auf. Wie sieht mein Gesicht danach aus? Das heißt, ich mache dann auch ein bisschen Headbang und sowas und habe einfach Spaß und spring rum und tanz rum. Das wird ein bisschen crazy, weil ich habe mich heute tatsächlich mal wieder für hohe Stiefel entschieden. Stiefel, weil ich da ja immer meine ganzen Sachen reinpacke. Also ich habe dann ja keine Tasche mit, ich packe da mein Handy rein und ja, was man halt so braucht, wobei wir ein Auto auch da stehen haben, weil wir fahren. Das heißt, da sind dann meine ganzen, falls ich es brauchen würde, ne? Keine Ahnung, was Frau braucht. Slip-Einlagen und Nachpudersachen oder so kommen da wahrscheinlich rein. Ich arbeite das jetzt mit einem angefeuchteten Amber-Schwämmchen in mein Gesicht ein. Genau, und deswegen, weiß ich nicht, habe ich immer gerne Stiefel. Hohe Stiefel, weil einfach meine flachen Stiefel zu diesem Kleid sehr klobig aussahen. Und mein Freund durfte entscheiden und hat sich dann halt für die hohen Stiefel entschieden, die ich übrigens gleich echt noch sauber machen muss. Da war ich jetzt
diese Woche mit meiner Kollegin in der Mittagspause spazieren und die sind einfach pottendreckig, voll mit Matsche. Ja, das ist eine Foundation, wenn man die halt jetzt nicht schichtet, ne, dann ist die halt sehr natürlich vom Finish her, was ich sehr gut finde. Die lässt alles einfach so ein bisschen perfektionierter aussehen, aber ich habe ja gesagt, ich möchte mich jetzt irgendwie nicht allzu heftig schminken oder so, weil das wirkt dann vielleicht zum Kleid auch ein bisschen zu extrem, ne? Bei den Augen werde ich trotzdem wahrscheinlich eskalieren. Jetzt verwende ich von Maybelline den Löscher. Das ist in der Farbe 03 Fair. Ein bisschen spackig sieht er aus. Weil das Schwämmchen halt so ein bisschen spackt mit der Zeit, aber er ist gut. Ja, derjenige, zu dessen Geburtstag wir gleich gehen, ist der letzte Mann bei uns in der Clique, der 30 wird. Ansonsten sind wir alle schon über 30. Dann kommt noch, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn noch an Frauen, die 30 werden? Ich glaube, das ist auch nur noch eine dieses Jahr. Ansonsten sind sie alle schon über 30 bei uns. Genau, das packe ich ja auch auf mein Augenlid, ne, drauf, weil Shop da dann, die möchte ich weghaben. Geht auf jeden Fall klar. Meine Pickelchen sind natürlich wieder weggegangen, weil meine Erdbeerwoche vorbei ist. Ne? Dann sieht meine Haut wieder normal aus. Das ist sehr angenehm für mich gerade. Und da muss ich jetzt auch nicht allzu viel abdecken oder so. Und das, was noch durchscheint, das lasse ich durchscheinen. Das ist meine Haut. Das ist nun mal so, ne? Genau. Concealer sitzt. Perfectement. Abpudern. Ja, Manakada Step 3, ne? Das ist ja mein absolutes Go-To-Powder. Ich liebe es. So, gehe ich erstmal hier mit dem Schwämmchen rein, um unter meinen Augen, huch, oha, zu setten. Da hat sich gerade ein bisschen Produkt gelöst, weil ich in der Mitte hier einen Hit the Pan habe. Und dann krümmelt das gerne vor sich hin, wenn man das dann halt wieder verwendet. Das ist irgendwie immer schöner, wenn man das so mit so einem angefeuchteten Schwämmchen macht, finde ich. Das fühlt sich irgendwie dann nachher auch schöner und natürlicher auf der Haut an. Und ich finde, es sieht einfach auch besser aus, ne? Also flawlesser. Das heißt, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich gehe dann meistens nämlich mit meinem feuchten Schwämmchen da nochmal rein, verteile das dann erstmal so relativ grob, flächig in meinem Gesicht und gehe dann nachher nochmal mit dem Pinsel drüber. Aber so wird es halt schön in die Haut eingearbeitet und verbindet sich dann auch ganz schön mit der Foundation. Meine Augenbrauen habe ich gezupft, aber ich habe vergessen, mir meine Oberlippe zu epilieren. Ich hoffe, dass es nicht allzu furchtbar aussieht, aber wir gucken einfach mal. Ja, ja. So, jetzt gehe ich nämlich mit einem Pinselchen rein. Dann nehmen wir mal den hier von Ebeline. Das ist einer, den hatte ich im Trash-Paket. Das ist so ein aufregender Pinsel. Genau. Da gehe ich nochmal einmal über mein ganzes Gesicht. Oh, ist der fluffig. Ja, das finde ich dann immer ganz natürlich so vom Finish her, ne? Mag ich eigentlich ganz gerne. Dann habe ich hier von Too Faced My Milk Chocolate Soleil Bronzer, den ich einfach sehr, sehr gerne mag und immer wieder gerne verwende. Der ist hübsch und der ist recht subtil, ne? Je nachdem, wie doll man den halt entsprechend anwendet. Aber das ist jetzt kein Bronzer, der schreit. Ne? Das ist auch ganz schön so. Und gerade wenn ich dann entweder natürliches Alltags-Make-up schminke oder wenn ich halt ein Party-Make-up schminke, wo ich jetzt nicht zu geschminkt aussehen möchte, sage ich jetzt mal, ne? Weil das Outfit dann schon laut genug ist, finde ich den ganz toll. Und den verwende ich halt sehr, sehr häufig, auch wenn ich jetzt mich vor Videos hübsch mache oder so. Oder allgemein mit den Mädels weggehe oder so. Das ist einfach so mein Go-To-Bronzer, weil ich mich darauf verlassen kann, dass er gut ist. Den trage ich hier halt im E auf. Das ist so diese Stelle, diese Partie und blende den auch nach unten so aus. Das heißt, da wo die Sonne hier oben so dran kommt, blende ich den drauf. Dann hier vom Ohr Richtung Mund und so auf Höhe der Pupille. Bei mir ist es hier dieses Muttermal, höre ich dann auf und blende den so ein. Und dann hier so diese Partie einfach um das Kinn, die Kinnpartie, die Wange, was auch immer, etwas schmaler aussehen zu lassen und nach unten hin ausblenden, damit es halt natürlich aussieht und keine Kanten oder sowas hat, ne? Und hinter das Ohr, weil ansonsten sieht man, dass man geschminkt ist. Ich meine, man wird sehen, dass ich geschminkt bin, aber halt nicht jetzt so exzessiv, abgesehen von den Augen. Und ich bin immer so glücklich, wenn ich den verwende, weil der irgendwie, der riecht gut, der lässt sich toll verteilen, damit kannst du gut arbeiten. Und irgendwie, ich mag das einfach, wenn ich mich für eine Party fertig mache, weil ich so selten auf Partys gehe, dass ich halt irgendwelche Produkte verwende, wo ich mich dann halt auch wirklich den ganzen Abend über wohl mitfühlen kann. Also das, weiß ich nicht, ist eigentlich vollkommen logisch und irgendwie auch normal, aber da würde ich jetzt nicht gerne irgendwelche neuen Face-Base-Produkte verwenden wollen, ne? Da würde ich nämlich dann nicht wissen, ob ich mich damit wohlfühle. Genau. Ja, einfach sehr natürlich ist das Ganze, ne? Das ist jetzt nicht doll, dass ich viel Bronzer verwendet habe. Ja.
Aber es ist halt da. Und das finde ich schön. Dann habe ich hier von Rival de Lupien den Tropical Heat Blusher. Das ist so ziemlich mein Lieblingsblush. Der hat so einen leichten Goldschimmer mit drin. Den trage ich auch auf. Und den halt auch gerne etwas großflächiger, weil ich mag Blush sehr gerne. Und sehe halt auch gerne frisch aus. Weil ich finde, der macht einen frisch, ne? Den trage ich wirklich hier so auf meiner Schläfe auf. Hier so auf dem Wangenknochen verteile ich den. Und dann blende ich den so aus, nach überall hin. Damit alles halt irgendwie auch ein bisschen verbundener aussieht, ne? Man sieht ihn nicht so extrem. Aber ich weiß, dass er da ist und damit fühle ich mich ganz gut. Und das soll ja auch halbwegs natürlich aussehen. Das soll jetzt einfach nur auffrischen. Ja, möchte nicht aussehen, als hätte ich die Schamesröte im Gesicht, sondern einfach nur ein freshes Gedönsen. Das wäre dann der Blush. Das gefällt mir ganz gut und ich mag den auch. Jetzt komme ich zum Highlighter. Da habe ich von Becker den Moonstone. Das ist dieser hier. Den mag ich auch sehr, sehr gerne, weil der halt auch nicht zu intensiv ist. Der ist auch relativ subtil. Nehme ich mir einen Pinsel, dann nehme ich hier den Rapunzel Highlighter Brush von Essence. Habe ich jetzt einen etwas größeren gewählt, weil ich gehe jetzt auf eine Party, da kann man auch ein bisschen mehr Highlighter auftragen, auch wenn er recht subtil ist, ne? Aber trotzdem, er darf sichtbar sein. Trage ich dann hier tatsächlich auf und vor allem hier auf diesem Knochen wieder sehr verstärkt und blende den dann auch aus, damit ich da nicht nur so einen Streifen habe, sondern damit es halt schon so ein bisschen, ne, einfach reflektiert von der Fläche her ist. Ja, auf der linken Seite sieht man den meistens irgendwie gar nicht so intensiv, jedenfalls hier im Raum, aber nachher, wenn ich vom Spiegel stehe, dann sieht man den auch ein bisschen intensiver. Komm, ein bisschen mache ich noch drauf. Ja, weil das hier halt einfach von den Lichtverhältnissen her so ist, weil da oben, da, eigentlich über mir drüber, merkwürdig, ist ein Licht, da hinten ist ein Licht, da sind Lichter, da ist ein Licht. Keine Ahnung, warum man hier die linke Seite nicht so intensiv sieht. Ich muss mir sowieso nochmal mit meinem Licht hier ein bisschen was überlegen. Aber ich finde es so eigentlich ganz schön. Dann mache ich die Nasenspitze auf der Nase, zwischen den Augenbrauen, hochblenden ein bisschen. Nochmal reingehen, Lippenherz, ein kleines bisschen Kinn, ein kleines bisschen unter der Lippe. Ich mag's. So, Augenbrauen mache ich hier mit dem Catrice Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Das ist ein schönes Produkt, was ich gerne mag. Ich liebe Stift-Augenbrauen-Produkte, ne? Das ist für mich einfach in der Anwendung das Schönste. Hat hier auch ein Spoolie hinten dran. Und dann bürste ich erst meine Augenbrauen einmal durch, dass wenn da Foundation oder Puderreste drin sind, dass es halt rauskommt, damit es nicht so klumpt. Und dann zeichne ich mir die nach. Ich finde das immer super, wenn ich mich hier mit euch zusammen schminken kann für einen ganz bestimmten Anlass. Sei es für eine Hochzeit, da habe ich mich ja schon mal mit euch zusammen geschminkt. Oder für Weihnachten oder so, ne? Das finde ich immer ganz toll. Weil das mich persönlich dann auch wieder, wenn ich mir das Video anschaue, weil es kommt ja meistens jetzt nicht am selben Tag oder einen Tag später oder so online, sondern schon ein paar Tage später, ne? Dann erinnere ich mich dann auch nochmal an den Anlass und an die schönen Momente, die ich da hatte. Und das finde ich ganz cool. Das gefällt mir immer ganz gut. Ich möchte auch meine Augenbrauen heute jetzt relativ natürlich lassen, also jetzt nicht allzu klobig das Ganze gestalten. Deswegen lasse ich jetzt das Ganze mal so, wie es ist. Tacke mir die aber quasi fest mit dem 24 Hours Brow Setter hier von Benefit. Einfach damit die den ganzen Abend über an Ort und Stelle bleiben und nicht verwischen oder verschmieren oder so. Das finde ich nämlich immer ganz blöd, dass man halt darauf achten müsste. Will ich nicht. So kann man es auf jeden Fall lassen. Dann kommen wir jetzt mal zu der BH Cosmetics Opalescent Palette, die genau aus der Packung genommen so ausschaut. Ich finde die wirklich wunderschön. Ich habe sie weder geswatcht noch irgendwie groß angeschaut, noch irgendwie verwendet. Angeschaut habe ich sie natürlich und jetzt können wir uns sie mal anschauen. So, wenn sich ein paar Dinge in meinem Kopf verknoten. Ja, ne, das sind schöne Farben, die halt sowohl natürlich als auch so ein bisschen Pop-of-Color-mäßig hier unten, ne, das Lila, das habe ich ja schon bemerkt, ist ziemlich krass. Ich werde mich heute tatsächlich mehr in den natürlichen Farben aufhalten, weil ich ja, wie gesagt, schon ein ziemlich heftiges Outfit anhabe. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr übertreiben. So, dann starte ich doch mal. Was habe ich hier? BH Cosmetics, das ist die Nummer 10 aus einem Pinselset. Diamond oder so heißt das. Ich weiß nicht, das ist so ein abgeschrägter Pinsel. Und da werde ich dann erstmal mit der Farbe Flutter, das ist so ein, ja, ne, relativ entspannter Ton, mein Lid setten. Relativ entspannter Ton. Ui, der krümmelt. Sieht man das? Ich sehe das. Der krümmelt sehr. Ei, ei, ei. Und der staubt.
flattert durch die Gegend der Ton. Cremefarben würde ich den jetzt einfach mal bezeichnen. Der staubt echt. Gut, dieser Pinsel ist natürlich auch etwas fester gebunden. Vielleicht liegt es auch daran, aber holla die Waldfee, das musst du abklopfen, ansonsten hast du Fallout und das will ich natürlich nicht. Mit der Farbe Grace werde ich jetzt erstmal meine Lidfalte vordefinieren. Alto Belli, ich glaube, der Pinsel ist dafür jetzt nicht unbedingt der perfekte Pinsel. Ich meine, der nimmt ordentlich Produkt auf und so, aber er macht schon, dass da ordentlich viel Kickback in der Palette ist und das ist heftig. Ja, einfach mal so ein bisschen vordefiniert. Ich ziehe das auch hier noch so ein bisschen mit rein, einfach um etwas Dimension mit reinzubringen. Aber wenn ich nachher weitere Farben verwende, wird das Ganze ja eh noch ein bisschen verblendet, verbunden mit allem Möglichen. Ja, ich mache das meistens, dass ich dann quasi oberhalb von meiner Lidfalte das reinblende und dann hier auch schon mal ein bisschen mit runterziehe. Einfach, weil ich nachher auch die Verbindung zum unteren Lid haben möchte. Verblende mal jetzt hier mit zum sauberen Ebelin-Pinsel das Ganze nach oben so ein bisschen. Ist auch ein bisschen fluffiger. Ich glaube, den hätte ich auch tatsächlich besser nehmen können, um die Farbe aufzutragen. Weil ansonsten ist das einfach zu hart, auch von den Kanten her. Das will ich ja nicht. So, dann nehme ich hier von Batik einen Pinsel, die Y005. Das ist ein ganz, ganz streng gebundener Pinsel, ne? Den möchte ich gerne verwenden, um meine Lidfalte zu vertiefen. Und um meine Lidfalte zu vertiefen, werde ich jetzt die Farbe Mystic nehmen. Das ist die hier. Dippe ich einmal rein, habe ordentlich Farbe drauf. Und dann tupfe ich mir das hier so hin. Ne? Das sieht sehr messy aus. Und das wird dann ausgeblendet. Aber das funktioniert ganz gut. Das schafft auf jeden Fall Dimension. Das finde ich immer ganz gut. Ich dippe nochmal vorsichtig rein, klopfe aber gut ab. Und ziehe das auch ein bisschen hier nach vorne hin. Damit man so einen Schatten halt generiert. Das so tut, als hätte die Lidfalte sich dann quasi so ein bisschen nach oben verlegt. So der Plan. Da ist es jetzt ein bisschen fleckig, da gehe ich dann wieder mit dem sauberen Blendepinsel vorsichtig hier drüber. Gerne auch mit ein bisschen von Flutter. Das ist die Farbe, die ich zum Lid setten genommen habe. Da ist gerade ein Fleck entstanden, den wollte ich nicht haben. Jo, ne? Genau. Und das Ganze jetzt nochmal auf dem anderen Auge. Ja, wir haben ja eine Party, deswegen kann ich auf mein bewegliches Lid einiges an schimmernden Farben geben. Da möchte ich ganz gerne drei Farben verwenden, hell, mittel und dunkel. Als helle Farbe werde ich natürlich Star verwenden, das ist eine schöne champagnerfarbene Schimmerfarbe. Versuche ich mal mit diesem Pinsel hier. Why not? Ich habe hier so einen Lappen liegen, damit mache ich das einfach mal sauber. Dann gehe ich mal in Star. Nimmt da ganz gut auf, der Pinsel, ne? Ich gehe dann gerne von hell zu dunkel. Ja, wenn ich den so tupfe, dann funktioniert das ganz gut. Und auch gerne so in den Innenwinkel. Damit kann ich mit dem Pinsel hier auch ganz gut reingehen. Und auch hier achte ich drauf, dass ich quasi die Farbe, wenn ich gerade in die Kamera gucke, dass ich, in den Spiegel gucke, dass ich die auch sehe. Das heißt, dass ich die auch so ein bisschen höher setze als meinem beweglichen Lid. Weil ansonsten verschwindet mir die Farbe einfach zu schnell. Und das möchte ich ja nicht. Die ist ja so schön. Die darf man dann ja auch sehen. Die ist schon schön, ja. So, dann setze ich mir jetzt außen den dunkelsten Ton hin und da nehme ich die Farbe. Was nehme ich denn da? Probieren wir es mal mit dem hier. Vivacious heißt der, glaube ich. Ja, das funktioniert. Ist jetzt nicht so dunkel, wie ich dachte, aber das finde ich auch nicht schlimm, ne? Also die ist halt so ins Rötliche, aber jetzt nicht irgendwie richtig dunkel oder so. Weil auf die Mitte setze ich mir gleich einen Duochrome-Ton, den ich wundervoll finde. Den werde ich wahrscheinlich sogar mit dem Finger aufgeben. Die Farbe Magic, die sieht sehr vielversprechend aus. Ja, so schaut das dann aus. Dann nehme ich mir jetzt die Farbe Magic, das ist dieses geile Lila. Versuche das jetzt erstmal mit dem Pinsel. Ich glaube, die hat noch so einen Shift ins Silberne oder so. Das ist ordentlich auf dem Pinsel drauf. Jetzt tupfe ich das mal. Sieht irgendwie geil aus. Ja, das vermischt sich auch schön mit dem Weißen und das passt dann ja auch ins Rote. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Und es gibt dann halt nochmal so ein kleines Highlight in der Mitte des Lides. Ich glaube, mit dem Finger funktioniert das noch besser. Das
passt nämlich jetzt zu meinen Fingernägeln. Das gefällt mir. Das ist nochmal so ein... Ja, Duochrome ist es nicht, oder? Weiß ich nicht. Der hat auch so weiße Schimmerpartikel mit drin. Deswegen hätte ich jetzt erst gedacht, dass es ein Duochrome wäre. Aber der hat einfach nochmal was ganz Spezielles. Und verleiht dem Augen-Make-up dann nochmal so ein bisschen was Aufregendes. Und da ich jetzt gleich auf eine Party gehe, darf ich das ja auch tun. Hier mache ich das direkt erstmal mit dem Finger. Ja, das funktioniert besser. So, dann nehme ich jetzt noch diesen, da ist noch ein bisschen Produkt dran, ne? Von diesem streng gebundenen vom Anfang. Dass ich hier noch so ein bisschen mal die Lidfalte wieder zum Vorschein bringe. Das gefällt mir. Das finde ich echt hübsch, wirklich. Nicht so intensiv, aber halt auch nicht zu langweilig und deswegen halt für eine Party in dem Sinne ja geeignet. So, ich gehe hier noch mit dem noch etwas feuchten Schwämmchen, da ist auch noch ein bisschen Puder dran. Einmal kurz an der unteren Augenpartie vorbei, damit der etwas gecreaste Concealer sich wieder beruhigen kann. So. Weil wenn ich jetzt die untere Lashline mache, möchte ich das Ganze ja schon mal ein bisschen hübscher vorbereitet haben. So, dann nehme ich hier ein von BH Cosmetics, die Nummer 5. Ich glaube, das ist aus dem Smoky Eyes Pinsel Set oder so. Weiß ich nicht. Und dann nehme ich jetzt einfach nochmal die Farbe Mystic, würde ich sagen. Ja, eigentlich wäre Wish ganz geil. Nein, ich nehme Wish. Dieses Lila. Das ist mega. Reingedippt, ganz vorsichtig. Abgekloppt, aber es fällt nichts ab. Und dann muss ich mir kurz hier überall Pinsel in den Händen. Vorsichtig an der unteren Linie entlang gehen. Ja, das passt. Ziehe ich mir auch ein bisschen nach oben hin noch, dass es halt verbunden ist. Das hat was. Das ist schon ganz cool. Ich mache den Pinsel jetzt hier auf diesem Lappen sauber und gehe dann nochmal in die Farbe von eben rein, Star. Das ist das, was ich hier oben auch im Innenwinkel und am unteren Wimpernkranz habe. Und setze mir das hier halt noch so ein bisschen hin und lasse es da reinlaufen, dass es halt so ein bisschen verblendet wird miteinander, weil das dann etwas weniger kantig und etwas harmonischer aussieht. So würde ich das tatsächlich vom Augen-Make-up her auch durchgehen lassen. Das, was ich hier noch auf dem Pinsel habe, ist ja die Farbe Star. Das gebe ich mir jetzt hier auch unter den braunen Bogen, um zu highlighten. Ach, da nehme ich noch ein bisschen mehr. Komm. Weil das darf sein. Ja, weil der Pinsel nimmt jetzt nicht so ultra viel Produkt auf, was ich ganz gut finde. Aber, ne, er macht da halt ein schönes Augenbrauen-Highlight mit rein. Cool. Ja, geile Palette. Ist doch etwas farbenfroher geworden, als ich dachte, aber hat was, ne? Finde ich cool. Kann ich empfehlen. Schaut euch die auf jeden Fall mal an. Ihr könnt ja im Laden bei DM swatchen oder so, ne? Aber man kann da auf jeden Fall ein recht außergewöhnliches und cooles Augen-Make-up mit zaubern. Garantiert halt auch ein ganz, ganz neutrales, aber so ist es schon mal ganz cool. Finde ich jetzt für eine Party angemessen auf jeden Fall. Ja. Fixing Spray, How Cosmetics, Indigo Child. Das ist dieses hier. Schütteln wir. Das hat nämlich auch einen schönen Schimmer mit drin. Das mag ich gerne. Setting Skin Perfector. Das riecht gut, das fixiert gut und das gibt einen schönen Schimmer und das verbindet jetzt die ganzen Texturen, pudrig und cremig. Ich gehe dann nochmal mit dem Schwämmchen drüber, um die Geschichte noch in die Haut etwas einzuarbeiten. Und dann habe ich einen sehr schönen Glowy Teint mit einem Glowy Eye Make-up. Und jetzt machen wir uns einen Eyeliner. Ich liebe Eyeliner. Find Eye Marker habe ich hier. Das ist ein Filz Eyeliner, den ich halt recht häufig verwende und sehr gerne mag. Und weil es halt ein Party-Make-up ist, darf das ein bisschen intensiver sein, ein bisschen dicker, finde ich. Ja, dann sieht man den halt auch, ne? Das mag ich ganz gerne. Ich curle meine Lashes, also ich biege meine Wimpern hier mit meiner Brushworks Wimpernzange. Das ist ein gutes Teil. 5 Euro kostet Moped. Kann man sich wohl gönnen. Ich finde auf jeden Fall, dass die Wimpernzange einen Effekt gibt und die Wimpern halt einmal so biegt. Ne? Ja, dann nehme ich hier von Too Faced die Damn Girl Mascara, die ich einfach großartig finde und die bei meinen Wimpern einfach viel, viel Positives zaubert, ne? Ja, hat so ein Oschi von Bürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, ne? Also mir gefällt die ganz gut und weil Party ist, mache ich mir, glaube ich, echt noch eine vierte Schicht drüber. Ja, mache ich. Das kann man doch wohl mal machen. Das ist dann noch ein bisschen mehr pompös und mehr intensiv und das ist okay. Ich finde, mein Augen-Make-up geht echt heute ziemlich klar. Ich finde es voll schön und ja,
Jetzt kommen wir gleich mal zu den Lippen und dann zoome ich dich mal kurz etwas weiter raus. Lippen ist ja immer so eine Sache, ne? Weil man muss ja auch bedenken, dass tatsächlich man ja auch aus Gläsern trinkt und so weiter. Ich mache jetzt die ganz sichere Bank und zwar nehme ich hier von NARS den Lippenstift in der Farbe Orgasm. Das ist eigentlich eher eine Pflege, ne? Der ist sehr pflegend einfach. Und den kann man sich halt auch auftragen, wenn man nicht einen Spiegel da hat. Ist aber trotzdem ein bisschen pinky, ein bisschen Farbe hat der. Der gefällt mir, der kommt gleich mit. So, tatsächlich bin ich jetzt fertig mit dem Look und der gefällt mir. Ich finde, dass meine Augen schon so ein bisschen dieses gewisse Extra haben, was sich ja auch in meinen Fingernägeln widerspiegelt. Das ist ja von Essie, der Nagellack Unwrap Me aus der Valentinstags-Edition. Und ja, jetzt kommt noch ein bisschen Schmuck drauf. Ich sollte Deo benutzen, ein bisschen Parfüm. Und dann geht die Party ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe jetzt 17.24 Uhr, das heißt, ich habe grob eine Stunde gebraucht. Und ja, muss mich jetzt echt beeilen, denn wir brauchen noch 20 Minuten und um 6 Uhr wollten wir eigentlich da sein. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!